zum neuen Trainingstag. Heute ein etwas ungewöhnliches Thema, Thema Wirbelsäule. Wir starten mit einer Koordinationsaufgabe, ganz wichtig, um Gesundheit zu erhalten oder Schmerzen zu reduzieren. Danach etwas Kraft in der Wirbelsäule, wirklich isoliert die Wirbelsäule bewegen in mehrere Bewegungsrichtungen. Und am Schluss noch ein bisschen Core, klassisch Bauchmuskulatur, Rumpfmuskulatur, was wieder viel Übertrag auf die turnerischen Übungen hat. Wir starten mit einer sogenannten Separation, heißt wir versuchen isoliert die drei verschiedenen Wirbelsäulenteile zu bewegen. Wir starten mit der Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule und Kopf, also der Halswirbelsäule. Wir gehen in so eine Vierfüßler-Standposition am Boden. Wir starten zuerst nur die Lendenwirbelsäule zu bewegen in maximale Streckung und maximale Beugung. Dann das Ganze isoliert in der Brustwirbelsäule und isoliert in der Halswirbelsäule. Als nächstes, wenn wir uns damit wohlfühlen, können wir versuchen, das Ganze zusammenzuführen. Heißt, wir starten zum Beispiel in maximaler Streckung und fangen an von unten langsam die Wirbelsäule in maximale Beugung zu bewegen und wieder zurück in maximale Streckung. Heißt, wir versuchen wirklich Wirbelgelenk isoliert vom Wirbelgelenk zu bewegen. Stellt euch vor, die stehen so übereinander. Und das passiert wie ein Zahnrad übereinander weg, dass ihr wirklich Kontrolle arbeitet. Spielt euch einfach 10 Minuten damit. Wer Fragen hat, gerne melden. Da kann man super, super viel machen. Und das kann ganz, ganz viel helfen, wenn ihr Rückenschmerzen habt. Lasst es uns wissen, wenn es geholfen hat. Dann Kraft. Jefferson Curls, eine ganz klassische Übung aus dem Turnen, auch sehr viel Mobilität in der Rückseite. Wichtig ist, dass ihr hier wirklich die Wirbelsäule benutzt. Heißt, ihr dürft die Runden machen. Wichtig ist, startet mit einem leichten Gewicht. Ein Endziel kann da irgendwann nach 2-3 Jahren Training mal sein, dass ihr wirklich euer Körpergewicht extern bewegt. Aber das müsst ihr trainieren, das muss progressiv passieren, das muss geplant passieren. Also nicht von jetzt auf gleich, okay, ich stecke da mein Körpergewicht und hoffe, dass es haltet. Ich habe jetzt hier eine leichte Dumbbell genutzt. Ihr steht auf einer Kiste, Füße vorne dran, Zehen zeigen gerade noch drüber. Dann Knie strecken, Gewicht tendenziell auf den Vorderfuß legen, von oben anfangen, Kopf, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Becken, unten kurz halten und in umgekehrter Reihenfolge wieder hochladen. Dann haben wir Madball Throws, heißt wir werfen den Medizinball mit der Idee, Wirbelsäule zu rotieren. Nehmt euch ein leichtes Gewicht, ihr könnt euch auch einen Volleyball oder irgendwas nehmen. Es geht wirklich nur um diese explosive Wurfbewegung. Ihr werft in die offene Richtung. Heißt, wenn das rechte Bein vorne steht, werft ihr in die linke Richtung. Wenn ihr weiter weg steht, könnt ihr wirklich explosiv werfen und über euren Rumpf Energie generieren. Und am Schluss Hollow Hold, ganz klassisch. Unterer Rücken hat permanent Kontakt zum Boden. Je mehr Hebel ihr öffnet, desto schwerer wird es und die Position für so lange halten wie möglich. Am Schluss kleiner Core-Teil, Rumpfstabilität, V-Ups, dann Russian Twists, könnt ein leichtes Gewicht nehmen, rechts, links, Wechsel berühren. Und alternating knees to elbow in einer Plank. Heißt, wir gehen in eine Plank, schön gerade und langsam abwechselnd die Knie berühren. Viel Spaß beim heutigen Training.